Tada! 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 Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Vlog, Vlog Number 2. Ja, wie steigt man am besten ein? Ja, vielleicht so die Wohnung etwas da, eine Tasche, da noch ein paar Taschen und da ein Karton, den habe ich noch nicht runtergeschafft. Ja, bei der Kälte und bei dem Wind und bei dem Schnee. Es ist vielleicht verständlich, dass ich nicht unbedingt jetzt so gerne rausgehe, sondern nur wenn ich mitnehme. Und da kam nämlich der neue Kabelreceiver. Der kam jetzt wann kam der? Freitag? Genau, Freitag wurde der bei den Nachbarn abgeliefert und ich war noch einmal raus, aber dazu kommen wir später. Ja, nochmal kurz Vlog. Einmal so ein paar Sachen, die mich betreffen, aber auch so ein paar Sachen, die den Kanal betreffen. Und beim letzten Mal wurde mir gesagt, den Vlog bitte kürzer schneiden. Ich werde mich versuchen, kürzer zu fassen, auf jeden Fall. Weil ihm die 25 oder 26 Minuten, die so waren, etwas zu lang waren. Kann ich verstehen, weil ich sag mal so 30-minütige Videos gucke ich mir auch eher selten an und dann nur nebenbei und manchmal will man ja doch mehr zuhören. Von daher, ich versuch's, versprechen kann ich's nicht. So, dann die zweite Sache, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen, dass die Tonqualität jetzt ein bisschen anders war als gewohnt. Ich versuche da so ein bisschen rum zu experimentieren, das Ganze zu verbessern, zu optimieren. Tut mir leid, diese Fehlversuche. Und zusätzlich versuche ich jetzt die Videos in 60 FPS und 4K anzubieten. Mal gucken, ob das so klappt, ob die Qualität und euch zufriedenstellend ist, könnt ihr mir einfach mal Rückmeldung geben. Und eine weitere Neuerung betrifft den Kerl da, besonders hier, was ihr hier so seht. Und zwar, Achtung, ich habe mich heute rasiert. Ich gehe nämlich bald auf die 30 zu. In anderthalb Jahren ist es so, nee, im April dieses Jahr werde ich 29, also nicht mal anderthalb Jahre, ein Jahr und 2 Monate und ich bin da nicht so gut im Rechnen. Sagen wir mal gut 3 Monate. Nee, dann doch. In 3 Monaten haben wir April. Haut so hin. Zwar nicht der 15., also wo ich es heute aufnehme, aber ein paar Tage zuvor. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal verraten habe. Egal, macht nichts. Auf jeden Fall wollte ich mir da ein bisschen anderen Stil reinbringen und habe jetzt so gedacht, lässt dir einen Bart machen. Ich hatte schon mehrfach versucht, aber so vollbartmäßig hat mir nicht gefallen, schnauzermäßig hat mir nicht gefallen. Jetzt dachte ich mir, okay, machst es mal so, dass du dir hier oben, also alles und dann hier unter der Unterlippe das hier wegrasierst. Hier merke ich gerade, habe ich noch ein bisschen da und auch hier so am Hals so wirklich nur bis zum Kinn das zu lassen und das andere, seht ihr ja, wächst auch so ein bisschen unregelmäßig. Ich muss mal gucken und ich habe dann vor, die Haare als auch so wieder ein bisschen länger werden zu lassen. Mal schauen, wie es ankommt. Natürlich so die erste Phase sieht das natürlich auch so, weil es eben gerade so unregelmäßig wächst, doch ein bisschen blöd aus. Naja, auf jeden Fall eine Erneuerung ist diese Karte. Oh, ich sehe gerade, das ist gespiegelt, weil ich meine Webcam auch spiegel. Weil ich finde, dass ich muss mich irgendwo selber sehen wie im Spiegel.
Auf die Schnelle kriegt es jetzt nicht anders eingestellt. Und hier, Achtung, 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 Achtung. Ja. Das bin ich, meine Damen und Herren. Okay, ein Schwerverbrecherfoto, wo jetzt, ich bin mal gespannt auf die Kommentare. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger und für 22,50 im Monat, ich gehe nach wie vor noch gerne in den Zoopalast, aber es wird irgendwann einfach teuer. Wirklich schweineteuer. Man muss es einfach so sagen. Und da habe ich mir jetzt überlegt, gut, den Zoopalast hebe ich mir für die richtig, richtig geilen Filme auf. Und die, die ich gerne gucken möchte, aber die jetzt, weil Zoopalast habe ich ja halt doch nur eine Auswahl gemacht. Aber zum Beispiel werde ich mir jetzt noch den Resident Evil angucken, aber eben nur im UCI und nicht im Zoopalast, weil ich finde, das ist nicht so ein besonderer Film und nur die ganz besonderen, die gehen in Zoopalast. Also UCI am Eastgate, wer in Berlin wohnt und UCI Eastgate, der wird mich jetzt dort vielleicht öfters antreffen. Kann mich auch ansprechen, wie nachdem. Na gut, ich habe auch nicht so eine Reichweite, aber man weiß es ja nie, die Welt ist klein. Ich meine, ich bin in Sachsen aufgewachsen, schöne Reihe übrigens, und eine Kollegin von mir, die kommt aus Ödoran im Erzgebirge. Und wir haben festgestellt, dass wir, oder besser gesagt, Nachbarn von meinen Eltern hatten kanadischen Besuch. Und dann haben wir eben festgestellt, dass die über 20 Ecken mit uns verwandt sind. Die Welt ist klein. Also von daher. Ja, aber kommen wir gleich zum nächsten Thema, was ich jetzt auch mal wieder unter den Kommentaren hatte. Und was ich auf der einen Seite sehr schön finde, also dass euch meine Videos gefallen, finde ich einfach richtig klasse. Und ich hoffe, ihr merkt, dass ich mir jetzt wieder mehr Mühe für den Kanal gebe und vor allem auch auf eure Kommentare sofort antworte. Ich habe jetzt auch keine Blacklist mehr. Ich werde versuchen, wirklich, weil ich finde, freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut. Und ich werde sie versuchen, auch soweit es möglich ist, bei YouTube beizubehalten, auch unter den Kommentaren. Was ich aber rigoros löschen werde, sind Beleidigungen. Und da, Entschuldigung, da ist es natürlich sehr schwierig, dann zu unterscheiden, was ist konstruktive Kritik, was ist Beleidigung. Also, oder eigentlich ist es nicht schwierig zu entscheiden, aber der Grad ist bei jeder hat da eine andere Messlatte, sagt man mal so. Aber nochmal zu dem eigentlichen zurück, was mir jetzt auch wieder ein Kommentar geschrieben wurde. Deine Videos sind klasse, du machst schon so lange Videos, schade, dass du nur so wenig Likes hast. Ja, auf der einen Seite, ich bin halt nicht Mainstream genug. Ich bin, sag ich mal so, ein bisschen sonderbar, komisch, eigenartig. Und inzwischen, es gibt einen Grund dafür, den möchte ich aber momentan noch nicht nennen. Ich glaube, zumindest einer hat es mir mal öffentlich, also hat es mir mal in einer PN an mich gesagt. Und da habe ich gesagt, ja, das ist so. Also, wenn das jemand irgendwo rausgefunden hat, ich bin absolut, verneine ich es nicht, aber ich will es momentan noch nicht. Ich habe mir mal vorgenommen, irgendwann sage ich es sozusagen, was mir mit mir nicht stimmt, warum ich so ein komischer Kauz bin, aber momentan will ich es einfach noch nicht. Da muss man dann, wenn man sich sozusagen outet, muss man auch das entsprechende Nervenkostüm haben und damit umgehen können. Und das ist so eine Sache, die ich noch nicht kann. Vielleicht die ein oder anderen glauben das gar nicht, aber dass ich ja doch sehr introvertiert bin und eigentlich nur meine paar Freunde, die ich an der Hand abzählen kann, mehr brauche ich eigentlich nicht. Also wirklich, ja, also ich will jetzt die Namen nicht sagen, den einen kann ich ja sagen, den Burgschrimps,
dann, wo ich halt, wo sich wahrscheinlich mehr oder weniger unsere Wege trennen werden, weil er sich anders entwickelt hat als ich, was natürlich ist, oder besser gesagt, einfach unsere Lebenseinstellungen immer weiter auseinandergehen. Das ist natürlich, die einen kommen, die einen gehen, dann, ja, und also 5 Freunde, also 5 enge Freunde, und dann, wenn ich noch so mit denen, denen man so 2, 3 Mal im Jahr Kontakt hat, komme ich auf 10. Aber ich sage, das ist auch gut so, weil sonst hängst du ständig irgendwo rum, verlierst den Überblick, und da ist es mir lieber, meine 5 guten Freunde zu haben, und ich bin eher doch mehr die introvertierte Person. Also von daher ist es auch recht. Also wirst mich mal selten sehen, dass ich irgendwelche Leute auf der Straße anquatsche. Also ich habe es schon getan, und ich muss mal sagen, das hat auch sehr gut funktioniert. Ich hatte meinen Spaß mit ihr. War leider nur eine einmalige Sache. Aber okay, ist halt so. Gut, aber kommen wir mal doch noch zu einer Sache, und zwar diese Geschichte, dass Bibi jetzt Gronkh überholt hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich Gronkh, der hat ja da ein Video zu gemacht, irgendwie zustimmen. Was ändert sich jetzt da? Also von reinen Abozahlen? Nichts, oder? Ich meine, ja, dann hat sie halt mehr. Ich weiß nicht, Beauty Palace klingt für mich eindeutig nach einem Frauenthema. Ich habe da noch nie reingeguckt, und was ich bloß so gehört habe, der Content soll nicht so atemberaubend sein. Werden wir uns mal überraschen lassen, falls mir YouTube mal froh. Oh, ich sehe gerade meine, sieht man das? Ich muss mal hier so ein bisschen rankommen. Ja, reicht da, ist ein bisschen unscharf. Ich muss mir da vielleicht auch mal. Da eine neue Webcam will ich mir kaufen, und dann will ich mir auch so ein Standmikrofon mal kaufen. Das kommt, wenn ich habe schon mal grob Steuererklärung, wenn das kommt, dafür geht das dann, das reicht. Also so, so ein Standmikrofon möchte ich mir gerne, und dann gibt es eine neue Webcam. Und ich wollte ja mal so im Hintergrund auch, huch, hier ist noch mein Heiligenschein, nee, dass ich mir so ein Greenscreen oder Bluescreen reinhole, so hinstelle, ordentlich ausleuchten, und dass ich mich dann so in verschiedene Sachen, wie ich es ja schon mal gemacht habe, als ich mich da vor einer weißen Wand mit einer Kamera. Ach, das weiße ist die Tür. Ich dachte jetzt gerade, warum ist da die Wand nicht noch? Das sieht jetzt aus wie ein Gelb, das ist aber so ein hellerer Ockerton wie da hinten. Aber das ist die weiße Tür. Naja, auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mit dem Greenscreen, dass ich mich dann reinschneiden kann. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt mal so zu ein paar Themen. Ich muss mal schauen. Ah, das habe ich euch gerade gar nicht eingeblendet. Das werde ich beim nächsten Vlog. Und zwar gibt es ja von Microsoft das schöne Programm OneNote, wo man sich kleine Notizen machen kann. Und habe ich eben auf dem Handy, und immer wenn mir irgendwas auffällt, schnell, was ich im Vlog erwähnen will, schnell eine Notiz da rein. Und yep, ich werde es jetzt einfach mal kurz, was ich so mir alles so an kleinen Notizen gemacht habe, werde ich da mal kurz im Vlog erwähnen. Und zwar, ihr kennt natürlich sicher alle diese Sachen, man ist wirklich sehr, 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 sehr viel früher wach. Also, kurz, mein Wecker klingelt um 6, und ich war um 2 wach. Und da denkst du dich, ach, also ich habe mich dann, war noch, also eigentlich bin ich aufgewacht, weil ich auf Toilette will. Und normalerweise, wenn man mal mit drin in der Nacht aufwacht und auf Toilette muss, geht man und kann wieder einschlafen. Das war aber in dem Fall nicht so. Es war um 3 dann, also, oder was gesagt, ich lag dann so im Bett wach, so hab mich hin und her gedreht vor der Stunde, dachte ich, bringt nichts. So, mir mein Tablet geschnappt, weil das habe ich dann immer auf dem Nachttisch liegen, und da noch so ein bisschen YouTube, ein paar Spiele, und dachte, na, vielleicht wirst du müde, war auch nichts. War dann um 3, dachte ich,
Ja, kannst du auch aufstehen. Aber was machst du da bis der Zeit? Also habe ich mich dann dazu entschieden, also habe ich mich erstmal noch an den Rechner gesetzt, ein paar Sachen gemacht und dann ist die Frage, was macht man da dann nur mit der Zeit? Also würde mich mal interessieren, wie geht ihr damit um, wenn jetzt so diese Sache, ihr seid wesentlich, wesentlich eher wach, als der Wecker klingelt. Und ich meine, ich hatte das Glück, das war mein McFit-Tag und da bin ich dann um 4 dann zur Bahn, zur Straßenbahn und bin dann zum McFit gefahren. Also zu einem McFit, wir haben ja mehrere, was einfach auch auf dem Arbeitsweg liegt. Also nicht das am Zoo selber, also beim Europacenter, das ist mir, ich mag diese McFits nicht, die über mehrere Etagen verteilt sind. Das ist, du musst ständig hin und her rennen. Ich weiß, du sollst Sport machen, aber da geht einfach, da geht dann einfach zu viel Zeit flöten. Und von daher, lieber am Hohenschönhauser Tor. Schön alles auf einer Etage, kompakt, trotzdem hast du eigentlich alles, was du brauchst. Also ich habe alles, was ich brauche und natürlich mein Fitnessplan wird auch im OneNote festgehalten. Und ich trainiere aber nicht auf Masse, sondern wirklich auf Ausdauer. Das heißt, die Wiederholungen, sehr viele Wiederholungen, also das auch 5, 6 Mal, also 6 Sätze, und die muss ich auch hintereinander mehrfach schaffen, bis ich im Gewicht hochgehe, weil ich will halt nicht auf Masse einfach nur Gewichte, 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 dass du das einmal hast und dann bringt nichts. Ich will wirklich auf die Ausdauer. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Und da fängt man halt eher in kleineren Gewichtkategorien an, und dann geht man erst höher. Nun gut, ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Muss ich mal noch gucken. Ja, was ich natürlich auch so ein bisschen sage ich, was ich ehrlich gesagt nicht so, also ich für mich kann es nicht nachvollziehen, weil auf dieser einen Sache, oder besser gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, obwohl ich eigentlich eher auf der Meinung von der Regierungskoalition gehe. Aber worum geht's? Es geht um die Videoüberwachung in Berlin, diese flächendeckende Videoüberwachung, die die Große Koalition nicht möchte. Und wo sich jetzt, Große Koalition, R2G, also Rot-Rot-Grün, nicht möchte, beziehungsweise ist jetzt so ausgehandelt, dass die Polizei, je nachdem, wie sie, also wenn sie jetzt auf Großveranstaltungen, auf Plätzen sind, kann sie die Videoüberwachung installieren und dann baut sie wieder ab. Was ich persönlich sehr gut finde, weil ich sage mir, dieser ganze Datenschutz, wenn ich überall in der Stadt, wo ich mich bewege, aufgenommen werde, und ich meine, es ist ein Riesenaufschrei. Ich sag mal, die Leute, die jetzt sagen, ja, Videoüberwachung, die hätten vor einem Jahr, wo das mit dem Anschlag noch nicht gewesen wäre, aufgeschrien, ein Skandal, wie können die uns Video überwachen? Und ich sage mich, diese Videoüberwachung, die hat nicht wirklich abschreckende Wirkung. Die hat eher die aufklärende Wirkung. Und da finde ich so, wenn große Events sind auf Plätzen dieser Installation in Ordnung. Und dann wenn der Event vorbei ist, ich sag mal so eine Woche später, baut man sie wieder ab. Weil Attentäter, die was vorhaben, die lassen sich von so einer Videoüberwachung, lassen die sich doch nicht abschrecken. Siehe, wie oft dieser Amri da gefilmt wurde. Also und von daher weiß ich nicht, was sich die Leute davon versprechen. Aber es ist meine ganz persönliche Meinung und ich vermute mal, dass ich auch da, also es ist nur eine reine Vermutung, auch dagegen Ablehnung gegen euch stoße. Oder wie seht ihr das? Also also was ich wirklich jetzt gut finde, dieser als Aufklärungsmaßnahme, die Videoüberwachung,
dass man die dann nimmt und sagt, Veranstaltung auf großen Plätzen, ich installiere die Videoüberwachung temporär. Das finde ich ist voll legitim und ich wäre wirklich auch auf die Barrikaden gegangen, wenn sie gesagt hätten, nein, ich installiere die Videoüberwachung überhaupt nicht. Also das wäre absolut nicht gegangen. Gar nicht. Aber würde mich mal echt interessieren, was haltet ihr denn von dieser ganzen Geschichte? Oh, ich bin schon wieder bei 20 Minuten. Ist ein bisschen, naja, gut, auf jeden Fall, dann schaue ich mal noch, was haben wir denn weiter noch so schöne Geschichten? Da wir jetzt mal den 20 Minuten sind, sage ich jetzt mal kurz mal das ein bisschen ab. Aber was ich mal immer wieder entdecke, sind so richtig dämliche Lachwitze, wo du dir einfach nur an den Kopf greifst und trotzdem irgendwie sagst, ach, wie dämlich, und trotzdem findest du das irgendwann gut. Und da würde ich sagen, dann schauen wir da einfach mal in diese Flachwitze rein. Also wirklich bloß ein paar, die ich jetzt richtig, richtig gut finde. Und zwar, wie nennt man ein weißes Mammut? Es ist der Helmut. Ach, es ist so schlimm. Und nehmen wir mal an, deine Uhr ist runtergefallen und du darfst die Uhr nicht aufheben. Warum darfst du das nicht tun? Weil du kein Urheberrecht hast. Oh Gott. Und ich mach das wirklich noch. Oh Gott. Und in welcher Einheit messen Hunde die Temperaturen? Achtung, der ist böse. In Belgrad. Oh Gott, da möchte man am liebsten weinen. Oh, schlimm. So, was hat man denn als nächstes? Der ist nicht so gut. Warum sieht man denn die Ameisen nie in einer Kirche? Weil sie Insekten sind. Okay, gut. Was passiert, wenn man Cola und Bier trinkt? Man kollabiert. Oh Gott, Hilfe. Warte, mich mal interessiert, wie ihr sie findet. So, was ist am Strand und ist schlecht zu verstehen? Natürlich eine Muschel. Und was liegt am Strand und hat... was ist sauer, liegt am Strand und ist schlecht zu verstehen? Natürlich eine Miesnuschel. Warum kann ein Kran nicht schwimmen? Weil er nur einen Arm hat. Oh, ich fange an zu weinen. Nein, bitte nicht noch ein. Aber ich glaube, das war's. Das war's, oder? Ach so. Was sagt denn ein Origami-Lehrer zu dir? Kannst du knicken? Und wo wohnen Katzen am liebsten? In einem Mietshaus. So, und was ist die Lieblingsspeise von Autos? Natürlich ist es das Parkplätzchen. So, und warum können Seeräuber den Flächeninhalt eines Quadrates nicht berechnen? Achtung, um die Ecke denken. Weil sie Piraten. Da fehlt ja mal so einiges, aber okay.
So, und ich habe dann noch ein nicht jugendfreies, aber den machen wir mal später. Und zwar, Achtung, nicht jugendfrei. Ich wiederhole, nicht jugendfrei. Und ergibt nebenbei keinen Sinn. Aber das machen die meisten Flachwitze ja nie. Achtung, die Polizei hat gestern einen Penis festgenommen. Rat mal, was er gemacht hat. Er hat gestanden. Oh Gott. Oh. Na gut, ich hab's euch ja vorgetragen. Also irgendwie, ja, man möchte vor Scham in den Boden versinken bei solchen Dingen. Na gut, auf jeden Fall, warum ich solche Sachen jetzt auch im Vlog bringe, weil ja für Story momentan nicht spielbar ist, weil die Kraft, weil die Frames und so weiter und so fort, das habe ich ja schon mal alles in einem Video, wie geht es mit dem Kanal weiter erwähnt. Also wirklich alles, was mir jetzt vorgeschlagen wurde, da weiß ich, dass das Video wurde eigentlich nicht gesehen. Neuinstallation und Treiberaktualisierung. Really? 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 Dann weißt du nicht, was ich beruflich mache. Ich bin Informatiker. Das ist das Erste, was ich mache, wenn was nicht funktioniert. In 50% der Fällen hilft manchmal ein Neustart oder eine Neuinstallation. Ich habe ein Programm, was täglich das Internet nach neuen Treibern checkt und mir die automatisch runterlädt. Ich habe die neuesten Treiber für mein System. Und da schlägst du in allen Ernstes einen Neuinstallation vor. Ich wollte schon bei dem ersten Kommentar etwas böse aber drauf reagieren, aber hab dann doch freundlich reagiert. Tut mir jetzt leid, wenn ich das jetzt so ein bisschen sarkastisch sage, aber irgendwann geht's einem auf den Keks, wenn die Leute, na, was heißt auf den Keks? Man erzählt eigentlich in einem Video das und dann fragen einem die Leute immer noch. Und dann sagt man, wozu macht man dann die Videos, wenn die Leute einem das gleich irgendwie so die ersten 10 Sekunden nur angucken und dann das alles fragen, was man im Video erklärt. Aber okay, ich sag mal so, ich versuche da einigermaßen das doch nochmal in dem Video, also in den Kommentaren zu erklären. Es ist einfach ein Windows 10 Problem mit dem 16.07er Update und for Story, was inkompatibel ist. Und wir werden mal schauen, ob es dann irgendwie gefixt wird. Werden wir dann schauen. Na, auf jeden Fall war's das für heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen rendern gehen, sozusagen, und rennen gehen. Habt das Rennen. Na doch, doch, ich werde mich noch ein bisschen sportlich betätigen. Und ich habe ein neues, was heißt Format, aber eine neue Video-Idee entdeckt. Das werde ich jetzt nicht verraten. Mal gucken, wann ich dazu komme. Vielleicht auch heute noch. Muss ich mal gucken, wann es rauskommt. Auf jeden Fall. Oh, es sind fast wieder 30 Minuten geworden. Entschuldigung. Es ist halt so. Ich kann es nicht ändern und ich möchte mich da auch gar nicht kurz fassen, weil im Prinzip meine ganze Labervideo ist sozusagen zurzeit auf Eis gelegt. Ich werde da auf jeden Fall weitermachen. Also checken, ob es irgendwann wieder möglich wird. Und ich hoffe, dass da wirklich eine Lösung gefunden wird. Und deswegen wird jetzt einfach den Vlog. Und ich finde einfach, ich will wieder Authentizität in den Kanal bringen. Und da ist es wirklich am besten, wenn ich über einfach Themen, die mich bewegen, rede, einfach frei von der Leber weg, weil ich will den Kanal wieder hochziehen und da ist der Dialog einfach wichtig.
du musst wissen, wer steckt hinter diesem Kanal und ist der vertrauenswürdig, inwieweit kannst du das verstehen, nachvollziehen, was der sagt. Und das war am Anfang, das hatte ich mal alles fallen lassen und jetzt muss ich mich mühsam wieder raufkämpfen und ich hoffe einfach, dass ihr meine Bemühungen anerkennt. Und ich kriege ja jetzt auch wesentlich wieder mehr Kommentare und das freut mich auch und ich hoffe, dass ich das in Zukunft auch weiter bekomme und dass ihr auch weiter meine Videos schaut. Ihr müsst nicht alle Videos von mir schauen. Reicht auch, wenn ihr euch die Vlogs gefallen, dann guckt nur die Vlogs. Wenn euch Wissen, dann guckt nur das. Das ist egal, selbst wenn jetzt sozusagen gar keiner meine Videos schauen würde, dann ich mach's einfach für mich, weil es mir Spaß macht. Und ich denke, das ist einfach die Hauptsache dabei. Also dann, macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao mit V und Tschö mit Ö.